Hallo, ich bin Bettina, ich bin Hebamme und Yogalehrerin. Bestimmt hast du gerade erst ein Kind geboren. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass du dich mit deinem Beckenboden auseinandersetzt und dass wir langsam in erste Rückbildungsübungen starten. Rückbildung ist so wichtig, weil wir richtige Präventionsarbeit leisten. Wenn du von innen heraus deine Stabilität wieder aufbaust, dann profitierst du davon bis an dein Lebensende. Du entlastest deinen Rücken und diese innere Stabilität, die hilft dir auch, deine Körperspannkraft wieder gut aufzubauen. Wenn du gerade erst geboren hast, ist es wichtig, dass du in den ersten Wochen dich wirklich körperlich schonst. Dein Körper hat ganz, ganz viel geleistet und braucht Ruhe und Entspannung, um sich wieder zu sortieren und wieder langsam die Kraft von innen heraus aufzubauen. Und wir können schon nach wenigen Tagen mit ersten tiefen Atemübungen wieder das Gefühl für den ganzen Körper herstellen. Nach etwa 8 bis 10 Wochen nach der Geburt kannst du in die aktiveren Übungen starten, auch wenn du einen Kaiserschnitt hattest. Wenn es bei dir Vorerkrankungen gibt oder du von der Geburt größere Verletzungen oder Einschränkungen noch hast, dann sprich vorher mit deiner Hebamme oder mit deiner Ärztin, ob die normale Rückbildung für dich passend ist oder ob vielleicht für dich die Arbeit mit der Physiotherapie der richtige Weg ist. Wir starten jetzt erstmal in die aktivierenden Atemübungen und gehen dann in die Aktivierung der tiefsten Beckenbodenschicht, um von innen heraus die Stabilität wieder aufzubauen. Du kannst für dich schauen, wie viel für dich richtig ist. Du kannst jederzeit das Video stoppen oder auch an einem anderen Punkt wieder neu einsteigen. Achte darauf, dass du bequeme Kleidung trägst, in der du dich wohlfühlst. Stell dir etwas zu trinken bereit und geh vorher nochmal auf Toilette, dass die Harnblase leer ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei den Übungen. Mit der ersten Übung kannst du für dich schon nach 7 Tagen beginnen. Es ist so, dass am Ende der Schwangerschaft dein Brustkorb sich zu den Seiten hin geöffnet hat, um mehr Platz für deine Lungen zu schaffen. Auch war dein Zwerchfell nach oben hin zu den Seiten abgedrängt und braucht jetzt erstmal wieder einen kleinen Impuls, um die ganze Bewegung auszuführen. Du kommst hierfür in die Rückenlage und du stellst deine Füße unterhalb der Knie in die Matte auf und legst von den Seiten her deine Hände auf deinen Brustkorb, sodass die Fingerspitzen zueinander zeigen. Mit der Einatmung lässt du erstmal Platz und Raum in deinem Brustkorb entstehen und mit der Ausatmung schiebst du ganz aktiv in die Handflächen und formst dir damit deine Taille. Du atmest durch die Nase ein und leicht pustend durch den Mund aus. Ein durch die Nase, die Rippen weiten sich und aus. Jetzt bring deine Hände auf den Bauch, etwa auf Höhe des Bauchnabels, sodass die Fingerspitzen aufeinander zuzeigen. Einatmend schickst du deine Luft bis in deinen Bauchraum, lässt ihn groß und weit werden. Mit der Ausatmung sinkt der Bauchnabel zur Wirbelsäule ab. Einatmend ist wieder Platz. Ausatmend zieht der Bauchnabel zur Wirbelsäule, der untere Rücken verbindet sich mit der Unterlage. Einatmend wird der Bauch nochmal groß und weit. Und ausatmend zieht der Bauchnabel nochmal ganz bewusst zur Wirbelsäule. Atme hier nochmal tief durch die Nase ein und seufzend durch den Mund aus. Und beweg dein ganzes Becken, deine ganze Wirbelsäule ein kleines bisschen durch. Wenn dir die ersten Übungen gut getan haben, dann können wir jetzt weitergehen in die nächste Übung. Es ist wichtig, von innen heraus die Stabilität aufzubauen und mit den schaukelnden und kippenden Bewegungen des Beckens sprechen wir die tiefste Beckenbodenschicht an. Es ist aber auch wichtig, die Atmung ganz gezielt und bewusst einzusetzen, denn der Beckenboden korrespondiert mit dem Zwerchfell. Wenn bei der Einatmung sich das Zwerchfell nach unten absenkt, bekommt der Beckenboden etwas Druck und muss sich entspannen. Wenn wir ausatmen, kontrahiert sich das Zwerchfell nach oben und diesen Impuls wollen wir für den Beckenboden nutzen, der sich dann gut anspannen kann. Somit gilt, bei der Einatmung wollen wir entspannen und bei der Ausatmung wollen wir anspannen. Als Eselsbrücke gilt immer EE und AA. Komm für die zweite Übung jetzt in die Rückenlage wieder. Die Füße sind wieder unter den Knien aufgestellt. Und deine Hände hast du entspannt entlang des Oberkörpers auf der Matte ausgestreckt. Mit der Einatmung lass Luft in den Bauch kommen, er wird groß und weit. Und mit der Ausatmung zieht der Bauchnabel zur Wirbelsäule und der untere Rücken gräbt sich um die Unterlage. Einatmend lass den Bauch groß und weit werden.
Ausatmen, zieht der Bauchnabel zur Wirbelsäule, das Becken kippt leicht zu dir nach oben. Wir gehen weiter, einatmend lässt du den Bauch groß und weit werden. Ausatmend kippt das Becken zu dir hoch und du drückst zusätzlich deine Fersen in die Matte. Einatmend gehst du in die Gegenbewegung, der Bauch wird groß und weit. Mit der Ausatmung schiebt sich der untere Rücken in die Matte und das Becken kippt zu dir nach oben. Noch einmal so, tief ein in den Bauch. Und mit der Ausatmung drückst du den unteren Rücken in die Matte. Und wir gehen noch eine dritte Stufe weiter. Du atmest wieder durch die Nase ein, füllst den Bauch mit Luft. Du atmest aus, drückst den unteren Rücken in die Matte, aktivierst die Fersen, dadurch hebt sich dein Becken ab und du löst das ganze Becken von der Matte. Hier in der oberen Position atmest du ein und mit der Ausatmung senkst du Stück für Stück dein Becken wieder zurück auf die Matte ab. Mit der Einatmung ist alles entspannt, der Bauch wird groß. Mit der Ausatmung kippst du dein Becken wieder zu dir hin, gibst Druck in die Fersen und hebst das Becken und vielleicht einen Teil der Wirbelsäule von der Matte ab. Atmest hier oben ein und senkst dich dann Stück für Stück mit der Ausatmung wieder zurück zur Matte ab. Noch ein letztes Mal hier ein, durch die Nase, du schaffst Platz. Ausatmend gibst du Druck in die Fersen, rollst dein Becken zu dir hoch, hebst dein Becken und deine Wirbelsäule von der Matte ab, bis vielleicht in die schiefe Ebene. Hier atmest du ein und mit der Ausatmung legst du Wirbel für Wirbel wieder nach unten auf die Matte ab und entspannst dein Becken. Hier atmest du nochmal ein, schüttelst dein ganzes Becken und atmest seufzend durch den Mund aus. Für die nächste Übung kommst du in die Seitenlage. Hier kannst du besonders schön die kippende Bewegung des Beckens spüren und auch besonders gut die Wirbelsäule runden. Gleichzeitig sprechen wir jetzt auch die seitliche stützende Rumpfmuskulatur an. Komm in eine bequeme Seitenlage. Dein Kopf ist auf deinem unteren Oberarm abgelegt. Deine Beine sind gebeugt, die Knie liegen aufeinander und du legst ganz locker und entspannt deine Hand auf deinen Bauch ab. Mit der Einatmung lässt du die Luft in den Bauch strömen, der Bauch wird groß und weit. Mit der Ausatmung durch den leicht geöffneten Mund ziehst du ganz bewusst den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Mit der Einatmung wird der Bauch wieder groß und weit. Mit der Ausatmung ziehst du deinen Bauchnabel weit Richtung Wirbelsäule, der untere Rücken rundet sich. Einatmend wird der Bauch nochmal groß. Ausatmend schaffst du die Verbindung zur Wirbelsäule und drückst dich in den unteren Rücken. Atme hier nochmal bewusst durch die Nase ein. Stell jetzt deine obere Hand vor dir in der Matte ab. Mit der Einatmung lässt du den Bauch wieder groß und weit werden. Und mit der Ausatmung zieht der Bauchnabel zur Wirbelsäule, der untere Rücken rundet sich und du drückst mit deiner aufgestellten Hand aktiv in die Matte. Einatmend geht der Bauch weit nach vorne, du gehst leicht ins Hohlkreuz. Mit der Ausatmung machst du dich ganz rund, aktivierst den Bauchnabel zur Wirbelsäule, drückst feste in die aufgestellte Hand. Einatmend lässt du den Bauch nochmal groß und weit werden. Mit der Ausatmung drückst du fest in die aufgestellte Hand. Atme hier nochmal entspannt ein und seufzend durch den Mund aus. Für den dritten Teil der Übung hebst du dein oberes Bein an, sodass es etwa auf Hüfthöhe über dem unteren Bein schwebt. Mit der Einatmung schiebst du das Knie von dir weg, schaffst Platz in der Leiste. Mit der Ausatmung ziehst du das Knie nach vorne Richtung aufgestelltem Ellbogen und machst dich ganz rund im Rücken. Einatmend schiebst du das Knie von dir weg, schaffst Platz und Länge. Ausatmend zieht der Bauchnabel zur Wirbelsäule, die Hand stützt in die Matte, das Knie zieht nach vorne. Einatmend schiebst du das Knie wieder von dir weg und mit der Ausatmung holst du das Knie nach vorne und drückst dich mit der aufgestellten Hand in den unteren Rücken. Atme hier nochmal ein, leg das obere Bein wieder aufs untere Bein ab und locker einmal dein Becken und deinen Rücken. Wechsel jetzt hier auf die andere Seite
Achte darauf, dass dein Kopf wieder entspannt auf dem Unterarm abgelegt ist oder in der unteren Hand gestützt ist. Leg erstmal wieder die Hand auf den Bauch. Die Beine sind gebeugt, die Knie aufeinander. Mit der Einatmung lässt du den Bauch weich und weit nach vorne groß werden. Mit der Ausatmung zieht der Bauchnabel zur Wirbelsäule, der untere Rücken ist rund. Einatmend wird der Bauch weich. Mit der Ausatmung gehst du in die Gegenbewegung, der Bauchnabel aktiviert sich Richtung Wirbelsäule. Noch ein letztes Mal hier. Einatmen wird der Bauch groß und weit. Ausatmend entsteht wieder der Zug von Bauchnabel zur Wirbelsäule. Dann atmest du ein, löst die Spannung, stellst die Hand vor dir in der Matte auf, die Fingerspitzen zeigen zu dir. Einatmend ist der Bauch groß. Ausatmend zieht der Bauchnabel zur Wirbelsäule, du gibst Druck in die aufgestellte Hand. Einatmend ist der Bauch weich. Ausatmend entsteht Spannung und du schiebst die Hand in die Unterlage. Ein letztes Mal hier. Mit der Einatmung ist der Bauch weich. Und nochmal den Rücken runden, die Spannung aufbauen, Schub mit der Hand in die Unterlage. Atme hier nochmal entspannt ein, seufzend durch den Mund aus. Wir kommen in die dritte Stufe, die Hand ist weiter aufgestellt. Du hebst das obere Bein ab und lässt es etwa auf Hüfthöhe über dem unteren Bein schweben. Mit der Einatmung lässt du den Bauch weich werden, du schiebst das Knie nach hinten, um Platz in der Hüfte zu schaffen. Mit der Ausatmung zieht der Bauchnabel zur Wirbelsäule, die Hand drückt in die Matte, das Knie zieht nach vorne. Einatmend schiebst du das Bein wieder von dir weg, lässt Platz und Weite entstehen. Mit der Ausatmung zieht das Knie nach vorne, du drückst in die Hand, machst dich ganz, ganz rund. Ein letztes Mal hier, das Bein schiebt von dir weg, der Bauch wird groß und weit. Mit der Ausatmung zieht das Knie nach vorne, du drückst in die Hand, machst dich ganz rund. Atme hier wieder ein, leg das Bein aufs andere ab, schüttel dein Becken, beweg deinen Oberkörper durch, atme nochmal tief, tief ein und seufzend durch den Mund aus. Für die nächste Übung kommen wir in den Vierfüßlerstand. Hier bewegen wir die gesamte Wirbelsäule durch und sie wird dir besonders gut tun, wenn du Rückenschmerzen hast. Komm in den Vierfüßlerstand, sodass du deine Hände und deine Knie in der Matte hast. Achte darauf, dass du stabil deine Hände unter den Schultern abgestellt hast, dass deine Knie direkt unter dem Becken sind und deine Fußrücken in der Matte abgelegt sind. Mit der Einatmung schiebst du das Brustbein nach vorne, schaffst Länge und Platz in deinem Brustkorb. Mit der Ausatmung zieht das Kinn zur Brust und du machst dich ganz rund im Rücken. Einatmend gehst du richtig in die Gegenbewegung, schaffst Länge. Mit der Ausatmung zieht das Kinn zur Brust, der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule und du machst dich ganz rund im gesamten Rücken. Einatmend schiebt das Brustbein nach vorne. Du schaffst Länge, der untere Rücken entlastet sich. Mit der Ausatmung zieht das Kinn zur Brust, du schiebst den Bauchnabel zur Wirbelsäule in den runden Rücken. Atme hier in der neutralen Position einmal ein. Bringe jetzt die großen Zehen zusammen, dass sich die Zehen an der Innenseite berühren. Mit der Einatmung schiebt das Brustbein nach vorne, du schaffst Länge im Rücken. Mit der Ausatmung geht das Kinn zur Brust, du machst dich ganz rund und schiebst zusätzlich die großen Zehen fest ineinander. Einatmend schiebst du das Brustbein nach vorne, Länge im Rücken entsteht. Ausatmend machst du dich rund, der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, deine großen Zehen drücken kräftig ineinander. Noch einmal so einatmend, Länge im Rücken. Mit der Ausatmung machst du dich ganz rund und drückst kräftig die großen Zehen ineinander. Einatmend komm in die neutrale Position und locke einmal dein Becken und deine Wirbelsäule. Für den dritten Teil der Übung streckst du dein eines Bein lang und gestreckt nach hinten. Mit der Ausatmung beugst du das Knie und ziehst es nach vorne bis zur Nasenspitze. Einatmend streckt das Bein wieder in die Länge. Ausatmend lass das Knie nach vorne kommen, runde dich im Rücken, schieb dich mit den Händen in die Rundung. Ein letztes Mal einatmend schafft Länge,
Spür die Spannung vom Scheitel bis zur Ferse. Und ausatmend mach dich nochmal ganz rund, lass das Knie nach vorne kommen. Einatmend setz das Knie wieder in der Matte ab. Beweg dich einmal entspannt durch und dann gehen wir zur zweiten Seite. Mit der Einatmung schiebst du das Knie von dir weg. Ausatmend beugst du das Bein und ziehst das Knie zur Nase nach vorne. Einatmend schiebst du das Bein wieder weg, lässt den Bauch groß und weit werden. Ausatmend zieht der Bauchnabel nach hinten, Druck in die Hand, das Knie kommt nach vorne. Einatmend Länge und Platz. Ausatmend zieht das Knie nach vorne, du machst dich ganz, ganz rund in der Wirbelsäule. Einatmend setzt du das Knie in der Matte ab und bewegst dein Becken nochmal kreisend und deine Wirbelsäule. Neben den Beckenboden aktivierenden Übungen ist es auch wichtig, wieder die Bauchstabilität herzustellen. Besonders am Ende der Schwangerschaft, wenn der Bauch groß ist, lösen sich die geraden Bauchmuskeln voneinander und ziehen etwas zu den Seiten, um die Stabilität halten zu können. Nach der Geburt ist es wichtig, die geraden Bauchmuskeln zu schonen, dass sie in der Entlastung wieder in ihre alte Position zurückfinden. Dennoch wollen wir von innen heraus deine tiefen Bauchmuskulaturschichten wieder ansprechen. Für die bauchstabilisierenden Übungen komm in die Rückenlage und zieh deine Beine zur Brust an. Jetzt greifst du mit deinen beiden Händen die Knie von vorne, sodass die Fingerspitzen oben auf den Knien liegen. Mit der Einatmung ist der Bauch weit und entspannt. Mit der Ausatmung ziehen beide Knie gemeinsam Richtung der Schultern und deine Hände stützen dagegen. Einatmend Entspannung, der Bauch ist weich. Ausatmend ziehen beide Knie Richtung der Schultern, deine Hände stützen dagegen und eine tiefe Spannung im Bauch stellt sich ein. Einatmend ist alles weit. Ausatmend wollen die Knie Richtung Schultern, deine Hände hindern sie daran. Einatmend ist der Bauch entspannt. Und mit der Ausatmung kannst du jetzt das linke Knie ein bisschen stärker nach oben schieben und gegendrücken. Einatmend bist du wieder entspannt. Mit der Ausatmung zieht die andere Seite intensiver zur Schulter und du stützt dagegen. Einatmen ist der Bauch wieder entspannt, alles weit. Mit der Ausatmung bist du wieder einseitig Richtung Schulter und stützt dagegen. Einatmend entspannt. Ausatmend noch einmal zur zweiten Seite, die Hand stützt dagegen. Atme hier nochmal entspannt ein. Mit der Ausatmung stell beide Füße vor das Becken in die Matte ab, lässt die Knieinnenseiten sich berühren, schüttel einmal das Becken durch, beweg die Wirbelsäule durch. Für die dritte Übung ziehst du beide Knie wieder zur Brust, lässt die Arme entspannt entlang deines Oberkörpers auf der Matte liegen. Mit der Einatmung sind beide Knie an der Brust, mit der Ausatmung tippt eine große Zehe vor dem Becken auf die Matte. Einatmend ziehst du das Knie zu dir ran, ausatmend noch einmal zur zweiten Seite, die Hand stützt dagegen. Zieh das Knie zu dir ran, ausatmend tippst du mit der ersten Zehe wieder auf die Matte, einatmend beide Knie oben, der Bauch ist entspannt, ausatmend tippt die zweite Zehe auf die Matte, du ziehst das Knie zu dir ran. Eine letzte Runde hier noch. Achte dabei drauf, dass der Rücken die ganze Zeit maximale Verbindung zur Matte hat. Und dann ziehst du einatmend die Knie nochmal weit nach oben ran. Ausatmend stellst du beide Füße wieder in der Matte ab. Lässt die Knieinnenseiten zusammenkommen. Lockerst dein Becken, schüttelst es. Atmest hier nochmal tief und bewusst ein. Und seufzend aus. Auch wenn du nicht so viel Zeit für die Übungen hast, so würde ich dir doch empfehlen, dass du am Ende deinem Körper nochmal Entspannung und Dehnung gönnst, damit dein System nochmal richtig runterfahren kann und zur Ruhe kommen kann. Bring vom Fersensitz aus die Knie ein bisschen weiter zu den Seiten und bring den Oberkörper langsam nach vorne, streck die Arme nach vorne aus und bring die Stirn in die Matte. Lass den Atem langsam und tief durch die Nase ein- und ausströmen. Genieß hier für ein paar Atemzüge die Pause und die Dehnung und Länge in deinem ganzen Rücken.
Und nach ein paar Atemrunden setz deine Hände wieder unter deine Schultern auf und bring den Oberkörper wieder nach oben. Komm jetzt in die Rückenlage und stell deine Füße vor dem Becken in der Matte auf. Achte darauf, dass die gesamte Wirbelsäule gut im Kontakt zur Matte ist. Zieh dein rechtes Knie zur Brust und halte dich mit beiden Händen am Knie fest. Dein linkes Bein streckst du aus und legst es entspannt in der Matte ab. Öffne das rechte Knie Richtung rechter Schulter, damit eine seitliche Öffnung im Becken entsteht. Lass den Atem bewusst dorthin fließen, wo du Dehnung und Spannung spürst. Atme nochmal bewusst durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und dann beug dein ausgestrecktes Bein, zieh das Knie wieder zur Brust, halte dich mit beiden Händen am linken Knie fest, streck das rechte Bein aus und leg es entspannt auf der Matte ab. Zieh dein linkes Knie leicht nach außen Richtung linker Schulter und schick den Atem wieder dorthin, wo du Spannung und Dehnung spürst. Atme durch die Nase bewusst ein, durch den Mund aus. Und dann beug dein ausgestrecktes Bein, stell den Fuß in der Matte ab und stell den linken Fuß neben den rechten. Bring deine Knieinnenseiten zusammen und auch deine Fußknöchel berühren sich. Öffne deine Arme V-förmig zu den Seiten und jetzt bringst du beide Knie gemeinsam bis auf die rechte Seite zum Boden. Deine linke Beckenseite hebt sich an. Lass deinen Schultergürtel im Kontakt zum Boden und der Blick geht nach links. Atme hier ganz bewusst in deine linke Seite. Dorthin, wo du Spannung und Dehnung spürst. Atme nochmal tief und bewusst durch die Nase ein, durch den Mund aus. Dann bring den Blick wieder zur Mitte, beide Knie heben sich zur Mitte wieder an. Verbinde für einen kurzen Moment dein Becken mit der Unterlage. Bring jetzt beide Knie nach links bis auf den Boden. Die rechte Beckenseite kommt nach oben. Der Schultergürtel ist im Kontakt zur Matte, den Blick bringst du nach rechts. Lass den Atem in deine gesamte rechte Seite ein- und ausströmen. Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Bring den Blick wieder zur Mitte. Die Knie kommen wieder nach oben. Streck beide Beine in der Matte aus, öffne dabei die Füße leicht und lass die Füße zu den Seiten fallen. Bring beide Hände auf den Bauch und lass den Atem langsam und tief in deinen Beckenraum ein- und ausströmen. Genieße ein paar Momente der Entspannung und mit jeder Ausatmung lässt du ganz bewusst Spannung aus dem Körper entweichen. Gerne kannst du hier in der Entspannung noch liegen bleiben und deinem Körper Ruhe und Pause gönnen. Hier verabschiede ich mich von dir und ich danke dir, dass du die Übung mit mir gemacht hast. Du kannst die Übung 2 bis 3 Mal die Woche für dich wiederholen, auch wenn es nur kurze Einheiten sind. Jede kleine Übung hilft deinem Körper wieder die eigene innere Stabilität zu finden. Achte hierbei immer gut auf deine tägliche Verfassung. Und schau, dass du dich nicht zu sehr anstrengst und in deinen Kräften bleibst. Vielleicht hast du am Anfang noch das Gefühl, dass die Übungen noch gar nicht so richtig in deinem Körper ankommen. Hier musst du geduldig sein, denn es braucht einige Zeit, bis dein Körper wieder lernt, die Übungen mit der Atmung gemeinsam auszuführen. Und mit der Zeit baut sich dann auch wieder die innere Kraft und die Stabilität auf. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir alles Gute. Und viel Motivation, immer wieder die Übungen zu machen, damit du Stück für Stück wieder deine innere Stabilität und deine Kraft zurückerlangst.